Blutlachen schimmern so hell, Todesschreie klingen so harmonisch. Wir sättigen uns an der Angst und an dem Schmerz. Nur so können wir unsere feurigen Herzen besänftigen. Ausschweifung, Dekadenz und Egoismus. Hallo Leute und willkommen zurück bei Mythologische Minuten. Heute würde ich mich nach langer Zeit wieder den Göttern des Warhammer-Universums widmen. Heute spreche ich über Slaanesh, erneut einer der vier großen Götter des Chaos. Doch bevor es losgeht, lass doch ein Abo da und gib mir doch einen Kommentar. Los geht's! Slaanesh ist wie seine Brüder Khorne, dem Blutgott, Nurgle, dem Gott der Pest, und Djinn, dem Wanderer der Wege, ein Chaosgott und damit auch ein Wesen mit zwei Gesichtern. Zum einen ist er es, der Liebe und Kunst verkörpert. Doch auf der anderen Seite steht er auch für Dekadenz und Ausschweifung. Daher nennen ihn seine Anhänger auch den Prinz der Leidenschaft oder auch den dunklen Prinzen. Wobei das Wort Prinz irreführend ist. Als Verkörperung der Liebe ist Slaanesh nämlich weder Mann noch Frau, sondern stets das, was sich sein Gegenüber am meisten wünscht. Die 6 und alle Zahlen, die durch 6 teilbar sind, sind dem Slaanesh heilig. So wird es stets 6 Orgien geben mit 36 Gängen und 72 Jungfrauen als unfreiwillige Sexsklavinnen. Aber es gibt etwas, was Slaanesh von seinen Brüdern unterscheidet. Es ist nämlich im Gegensatz zu diesen genau bekannt, wie er geboren wurde. Zumindest in den dunklen Weiten des Warhammer 40k-Universums. Es waren die Eldari, die diesen Gott in die Welt brachten. Denn einst herrschte diese Zivilisation, eine Art Weltraumelfen, über die Galaxis. Nach unzähligen Kriegen standen sie in jeder Hinsicht am Zenit ihrer Macht. Technologie und Ziehmagie hatten körperliche Arbeiten oder Anstrengungen überflüssig gemacht. Nennenswerte äußere Feinde gab es nicht und ihr Imperium war stabil. Sie konnten sogar Götter im Warp erschaffen, die ihren Willen unterstanden und ihnen gehorchten. Von dieser Macht gelangweilt begannen sich die Eldari ihren Gelüsten zuzuwenden. Sie strebten danach, sie zu befriedigen, egal zu welchem Preis. Anfangs nur eine gelegentliche Ablenkung, wurde diese Suche bald zum einzigen Zweck und Dasein der Eldari. So wurde harter Sex zwischen zwei Liebenden durch brutale Orgien ersetzt. Ganze Planeten wurden zu riesigen Tempeln der Lust ausgebaut, denn es galt, auch die extremste und bizarrste Lust an die Oberfläche zu ziehen und sie auszuleben. Wer mein Video zum Warp gesehen hat, weiß, dass solche Exzesse nicht ohne Folgen bleiben. Denn eine Emotion im Realraum kann im Warp einen Sturm entfachen. Und wenn diese Emotionen extrem und beständig sind, kann sich aus ihr eine Identität entwickeln. So führten die Exzesse der Eldari dazu, dass eine Identität im Warp heranwuchs. Sie flüsterte den Eldari zu, ihre ohnehin ausschweifenden Eskapaden noch weiter zu treiben, wodurch sie noch weiter anwuchs, worauf die Einflüsterungen zunahmen und die Eldari noch weiter in den eigenen Abgrund sanken. Dieser Teufelskreis ergab ein Jahrtausend der Leidenschaft. Und schließlich, nach 1000 Jahren Exzess und nachdem der größte Teil der Eldari-Zivilisation ihren Gelüsten anheimgefallen sind, kam es zu einer gewaltigen Explosion, die die Grenzen zwischen Realraum und Warp selbst verzerrte. Und aus dieser Explosion erhob sich das Ergebnis von 1000 Jahre Exzess. Slaanesh wurde geboren und forderte seinen Platz unter den anderen großen Chaosgöttern. Slaanesh vernichtete bei seiner Geburt die alten Götter der Eldari fast vollständig und riss Millionen Eldari in nur einen Augenblick die Seelen aus dem Leib. Die wenigen Eldari, die den Gelüsten ihres Volkes
bereits vorher entsagt hatten, flohen und konnten nur noch zusehen, wie die größten Planeten ihrer Zivilisation in den Warp gezogen wurden. Ohne die Eldari wäre so etwas kaum möglich gewesen. Hätten menschliche Emotionen diesen Gott geschaffen, wäre zwar ein mächtiger Gott im Warp geboren worden, aber niemals ein derart mächtiger Gott, dass er Teil der ruinösen Vier werden konnte. Der Grund dafür liegt in den Eldari selbst, denn sie waren nicht nur technologisch, sondern auch kognitiv einem Menschen in jeder Hinsicht überlegen. Was Menschen als Schmerz bezeichnen, kennen die Eldari als 12 verschiedene Facetten mit noch mehr Abstufungen. Bilden die Sinne des Menschen also einen See, so bilden die Sinne der Eldari einen gewaltigen Ozean. Dadurch übertreffen ihre Fantasien und Gelüste die Vorstellungskraft und Verderbtheit der Menschen bei weitem. Diese in jeder Hinsicht extremeren Emotionen resultierten in so einen mächtigen Chaosgott. Und seit dieser Explosion ist jede Eldari-Seele dazu verflucht, von Slaanesh geholt zu werden. Es gibt nichts, was die Eldari mehr fürchten als das. Und so haben sie Slaanesh einen ganz eigenen Namen verliehen. She will thirst. Sie, die dürstet. Fortan war Slaanesh der Gott, der Künstler. Und somit auch der Bildhauer und Maler, die nach Perfektion strebten. Aber auch Krieger folgten Slaanesh auf der Suche nach der Perfektion ihrer Profession. Damit drang Slaanesh jedoch in die Domäne seines Bruders und Kriegsgottes Khorne vor, der von Slaanesh Version des Kämpfens in jeder Hinsicht angewidert war. Khorns Krieger sind nämlich brutale und pragmatische Soldaten. Ihr Ziel ist es schlicht und einfach, möglichst viele Schädel in kürzester Zeit für ihren brutalen Gott zu sammeln. Dinge wie Taktik oder Strategie werden von ihnen bestenfalls am Rande zur Kenntnis genommen. Doch Slaanesh ist ein Genießer, genau wie seine Kämpfer. Diese wollen keinen schnellen, barbarischen Kampf. Nein, sie brauchen Drama. Sie brauchen Spannung. Für einen Slaanesh-Kämpfer ist sein Gegner nämlich wie ein leeres Blatt. Ein Blatt, das kunstvoll gefüllt werden muss. Und wie ein Schreiber zu Beginn nur wenige Worte auf das leere Blatt schreibt, um sein Werk zu beginnen, fügt ein Slaanesh-Kämpfer seinem Gegner zunächst auch nur kleine Schnitte zu. Einfach, um einen Anfang zu umarmen. Und dann sieht er das Blut und die Todesangst in die Augen seines Gegners. Und es berauscht ihn. Denn diese Angst vor dem Tod ist ein Gefühl, ja, eine Emotion, die keine Droge auslösen kann oder die Vorstellung verleihen kann. So sticht der Slaanesh-Champion erneut zu. Doch nicht wieder an derselben Stelle, sondern dieses Mal schneidet er den Arm seines Gegners. Nicht zu tief, um ihn zu töten, aber so tief, dass er Schmerzen spürt. Und dadurch, dass die Schmerzen noch größer werden, wird die Freude noch größer. Ein weiterer Stich folgt, diesmal ins Bein. Und noch mehr Angst tritt in den Augen des Opfers und noch mehr Verzückung entfacht sich im Herzen des Kämpfers. Viele Dutzend weitere Stiche später hat der Slaanesh-Kämpfer sein Werk vollendet. Sein Gegner fällt zu Boden, unfähig auch nur den Fingern noch zu heben, aber immer noch am Leben. Dann wird der Slaanesh-Kämpfer noch einmal einen Blick der Verzückung auf sein Meisterwerk werfen, bevor er seinen Gegner mit einem Stoß seines Schwertes erlegen wird. Diese Fetischisierung des Leidens, des Kampfes, widert Khorne an. Die Zeit, die sich als Slaanesh-Anhänger für die Demütigung seines Gegners nimmt, würde einem Khorne-Anhänger reichen, um Dutzende Schädel für dessen Thron zu sammeln. Diese vollkommenen, gegensätzlichen Kampfdoktrinen haben einen unüberwindbaren Graben des Hasses zwischen den Brüdern geschlagen, so sehr, dass beide sich als Erzfeinde betrachten.
welche nur mit der Auslöschung des einen enden kann. Doch wie wird man zu einem Anhänger des Slaanesh? Nun nehmen wir dafür einen kriminellen Drogenbaron des Hives im Weiten des 40k-Universums. Dieser Mann hat alles, was er sich wünscht. Mehr Geld, als er ausgeben könnte, absolute Macht über Justiz und Gesellschaft dank seiner Bestechungsgelder und keinen ernsten Rivalen in seiner Organisation. Nun jedoch gelangweilt von seiner absoluten Macht und dem öden Alltag, beschließt der Baron, neue Wege zu gehen. Er beschließt zum Beispiel, Marihuana zu nehmen, um neue Höhlenflüge zu ergründen. Aber nach einer Weile werden die Freuden dieser Droge immer gewöhnlicher, immer weniger spektakulär. Also muss eine stärkere Droge her. Heroin. Aber es dauert nicht lange und der Drogen-Kingpin muss erneut erkennen, dass nach einer Zeit sogar Heroin langweilig und gewöhnlich wird. Der Drogenbaron tobt. Es kann doch nicht sein, dass alle Drogen unfähig sind, ihm wahre und dauerhafte Freude zu schenken. Also versammelt er Chemiker und Biologen sowie den einen oder anderen Physiker, damit sie ihnen eine neue, perfekte Droge erschaffen. Und nach unzähligen Experimenten, an Menschen wie an Tieren, ist sie fertiggestellt. Die beste, süchtig machende Droge, die je von Menschenhaft erschaffen wurde. Nun wird der Drogenbaron vielleicht eine Stimme hören. Vielleicht wird es seine eigene sein. Vielleicht aber auch die einer Dämonette, die ihm sagt, dass er die Drogen verteilen müsste, damit alle Menschen an den endlosen Freuden dieser neuen Droge teilhaben können. Natürlich werden sie nur eine mindere Version erhalten, denn die beste steht schließlich nur ihm, dem Baron, zu. Bald schon nimmt jeder dritte Einwohner des Hives diese Droge. Gewöhnliche Dinge wie Arbeiten oder Essen werden irrelevant. Die Droge wird von jedem an jeden verteilt, von Vätern an ihre Kinder, von Brüdern an ihren Schwestern und von Kriminellen an Polizisten. Die restlichen Einwohner widert diese Zügellosigkeit im Drogenumgang an. Sie werden es aber nicht wagen, sich offen entgegenzustellen, aus Angst vor Bestrafungen. Dann jedoch geschieht das Unvermeidliche. Die Droge, von Menschenhand erschaffen, wird erneut gewöhnlich, für den Drogenbaron zur Routine, und keine neuen Sinneseindrücke erscheinen ihm. Der Drogenbaron fällt in tiefe Depression. Muss er doch erkennen, dass keine von Menschenhand geschaffene Droge ihm endlose Freude schenken kann. Nun jedoch tritt eine seiner Mätressen in Erscheinung. Denn Monogamie ist für einen Mann wie dem Drogenbaron nix. Sowas ist nur was für Einfallspinsel und Arme. Und diese Mätresse erzählt ihm von der Möglichkeit, die Droge zu schaffen, die er verdient, eine Droge, die ihm immerwährende Freude schenken würde. Mit neuer Arroganz und Zuversicht erfüllt, wird ihm die Mätresse zu einem Portal führen, einem Portal zum Wort. Und mit Hilfe dunkler Magie und finsterer Zaubersprüche wird sie einen Teil der Warp-Essenz in eine Fiole mit der Droge füllen. Und mit zitternden, begeisternden Händen wird der Drogenbaron diese Droge entgegennehmen. Und er wird sie nehmen. Und dann tatsächlich. Weil immer das Gefühl der Langeweile sich zu nähren beginnt, werden die Sinneseindrücke noch intensiver, noch extremer. Immer und immer wieder. Der Baron feiert, ist überglücklich. Jedoch ohne zu erkennen, dass nun dem Warportal Dämonen des Slaanesh entsteigen. Und der Baron lächelt, er lächelt, er lächelt immer zu. Selbst als ihn seine Geliebte, die sich als Slaanesh-Kultistin entpuppt, beginnt ihn lebendig auszuweiden. Und er wird weiter lächeln, während seine ganze Welt dem Gott der Dekadenz überantwortet wird. Und dann, wenn er tot
ist, wird seine Seele ins Reich des Slaanesh gehen, um die Macht des Gottes der Freuden noch weiter zu stärken. Anders als seine Brüder Khorne und Nurgle heißt Slaanesh Eindringlinge in seinem Reich willkommen, denn er liebt es zuzusehen, wie sie den Verlockungen seines Reiches erliegen. Diese Verlockungen lauern dabei in den 6 Kreisen des Slaanesh, die um seinen Palast angeordnet sind. Ganz außen liegt der Kreis der Gier. Er ist durch Marmorwände unterteilt und an jeder Ecke stehen Statuen. Überall liegen Gold, Schmuckstücke und Münzen herum. Aber wer nur eine aufhebt, ist dazu verdammt, sie bis in alle Ewigkeit zu zählen. Die Marmorwände dagegen sind mit Juwelen besetzt, aber wer sie berührt... Nun ja, dessen Seele wird von den ihnen innewohnenden Dämonen verschlungen. Die Statuen sind aus Gold, aber wer sie berührt, der verwandelt sich selbst in eine Statue und bleibt bei vollem Bewusstsein auf ewig gefangen. Diesem Kreis folgt der Kreis der Füllerei. Er besteht aus einem See aus Wein, in dem viele kleine Inseln liegen, die durch Brücken verbunden sind. Auf jeder Insel steht eine Tafel voller köstlicher Speisen. Doch nur ein Bissen, ein Schluck, man wird so hungrig, dass man sich zu Tode fressen wird. Man wird fressen und fressen, man wird dick werden, aber niemals satt sein. Und dann wird man platzen. Dann folgt der Kreis der Sinnlichkeit. Hier laufen junge Frauen und Männer von unglaublicher Schönheit über eine grüne Wiese. Doch sich mit ihnen einzulassen, bedeutet den Tod. Bei ihnen handelt es sich nämlich in Wahrheit um Dämonetten, die jeden töten, der sie berührt. Der nächste Kreis ist der Kreis der Bedeutung. Er stellt sich jedem Besucher anders dar. Krieger werden so eine gigantische Armee gegenüberstehen, die ihren Befehlen untersteht. Politiker werden einen riesigen Debattiersaal erblicken, umgeben von Menschen, die nur darauf warten, jeden seiner ihrer Befehle zu hören und durch und auszuführen. Doch hier zu bleiben bedeutet den Wahnsinn, denn auch wenn jeder Befehl und jedes Bedürfnis erfüllt wird, beginnt der Besucher aber zunehmend überall Widerstand und Verrat zu sehen. Während alle um ihn herum ihn bewundern und ihm dienen, wird er in seiner eigenen Paranoia gefangen. Dann folgt der Kreis der Paraderei. Er ist ein Labyrinth aus Blumenbeeten und Dornbuschen. Ein sanfter Wind flüstert dem Besucher Erinnerungen an seine vergangenen Erfolge zu, während er sich in Teichen so sieht, wie er gerne aussehen würde. Mit jedem Schritt, den man hier voller Stolz geht, kommt man jedoch weiter vom rechten Weg ab, bis man sich schließlich im Dickicht verirrt und feststeckt. Dann werden die Dornbüsche einen umschließen und man wird nie mehr entkommen. Der letzte Kreis ist der Kreis der Trägheit. Er zeigt einen endlosen Strand mit einem duftenden Meer, wo die Sonne warm scheint und himmlische Chöre Schlaflieder singen. Und manch einer wird jetzt denken, warum nicht ausruhen, nachdem man so viele Kreise, so viele Prüfungen überstanden hat. Doch wer hier auch nur einen Moment rastet, fällt sofort in ein Koma, bis sein Körper langsam verrottet und zu dem weißen Sand wird, der den Strand bildet. Im Zentrum dieses wunderschönen, aber auch grausamen Reiches residiert er, Slaanesh. Und dort vereinen sich alle Versuchungen. Denn Slaanesh ist nun mal die Versuchung selbst. Er sitzt im Palast auf seinem Thron, umringt von seinen Dämonetten, die Ehre haben, ihn massieren, streicheln und füttern zu dürfen.
Ein Wesen mit dem Ego des Slaanesh liebt es, sich von unzähligen Dämonen verteidigen und schützen zu lassen. Diese Dämonen sind nicht so zäh wie die Anhänger Nurgles, nicht so magiebegabt wie die Hexer des Sinch, oder besitzen das rohe Können der Kornanbeter. Sie sind jedoch die agilsten und flinksten Wesen des Warps. Slaanesh einfachste Dienerinnen sind dabei die Dämonetten. Und diese üben eine sehr starke sexuelle Anziehungskraft auf die meisten empfindsamen, denkenden Wesen aus, wobei sie mit ihren Körpern auch perverse und auf anstößige Art die Leute auch abschrecken. Sie lieben es dabei, mit ihren Opfern zu spielen, ihre Sehnsüchte zu erahnen, ihren Verstand mit Versprechen von Ruhm und Ehre zu vergiften, bis sie nur noch daran denken und durch ihr eigenes Verhalten den Untergang herbeiführen. Doch falls es zu Kampf kommt, haben diese weiblichen Dämonen meistens Scheren oder lange insektenartige Klauen sowie Vögelfüße, mit denen sie sich verteidigen können. Sie besitzen dabei wie ihr Meister Slaanesh auch die Gabe, die niedersten Gelüste ihrer Opfer zu erkennen und sich ihnen anzupassen. Da durch ihre Schönheit geblendet, gibt es so manchen Gegner, der ihren tödlichen Angriff nicht kommen sieht. Manche dieser Dämonetten werden erhoben und erhalten die Ehre, ein Slaanesh-Pferd reiten zu dürfen. Diese Pferde sind grässlich schöne Wesen mit einem schlangenartigen Körper, die auf und zwei kräftigen, langen, klaubewehrten Beinen. Ihr Kopf ist ebenfalls sehr lang und sehr schmal, wobei kaum mehr als Auge und Schnauze zu erkennen sind. Ihr Mund ist mit messerscharfen Reißzähnen gefüllt und hat eine meterlange Zunge, mit der sie die Sehnsüchte der Sterblichen aus vielen Meilen Entfernung riechen können. Die Slaanesh-Pferde ändern dabei ihre Farbe ständig zwischen Blau, Violett und Oker. Und auch wenn sie intelligent erscheinen mögen, sind sie es nicht. Sie folgen da nur den Launen des Lustgottes. Die nächste Bestie ist die sogenannte Slaanesh-Bestie, eine widerliche Kreuzung aus Mensch, Reptil, Pferd, Skorpion und Insekt. Die Schnauze ist länglich und schmal, aber auch sie haben ein Maul voller spitzer Zähne. Sie riechen mit ihrer langen Zunge ihre Opfer auf, lecken sie, worauf diese sofort in ein Koma fallen. Wobei sie sich das Vergnügen nicht nehmen lassen, ihre komatösen Opfer langsam in Stücke zu schneiden. Doch genau wie Khorne seine Zerfleischer als seine großen Dämonen hat, hat Slaanesh seine Hüter der Geheimnisse. Diese Wesen sind von entsetzlicher Schönheit. Es handelt sich dabei um turmhohe Wesen mit ziegenähnlichem Kopf, einem weiblichen Torso, Hufe als Füße und neben normalen Armen auch ein paar grausame Scherenhände. Wie übergroße Tänzer gleiten sie über das Schlachtfeld, lähmen ihre Gegner mit ihrem Zauber und weichen allen Kanonenschüssen mühelos aus. Und so ist Slaanesh die Verkörperung unserer dunkelsten und perversesten Bedürfnisse. Während wir uns hinter noblen Absichten und schönen Worten verstecken, lauert dieser Gott im Schatten, bereit all unsere Bedürfnisse zu erfüllen, egal wie grausig oder bizarr. Alle das nur, um uns so in sein dunkles Reich hinabzuziehen. Anbei findet ihr mein Video zu Khorne und dem Warp.